Nasse Kleidung kann am Körper festfrieren. Dann isoliert sie nicht mehr. Deshalb verstaue ich meine im Rucksack. Es ist schon seltsam, wie sich bereits in dieser Phase mein Herzschlag beschleunigt. Das ist vor allem die Angst. Aber die kann man sich zunutze machen. Wenn das Adrenalin in meine Adern strömt, gibt mir das, was ich die goldenen 10 Minuten nenne. Die reichen, um mich über den Fluss zu bringen und ein Feuer anzuzünden. Rucksack umschnallen und los! Jetzt zählt jede Sekunde. Das Eiswasser auf der nackten Haut tut schrecklich weh und sogar die Kamera ist schon eingefroren. Doch da muss ich jetzt durch. Ich leg meinen Rucksack auf diese Eisscholle und schieb ihn vor mir her. So bleibt er auch eher trocken. Die Scholle trägt meine Ausrüstung und ich komme jetzt auf dem felsigen Boden besser voran. Bis jetzt sieht es okay aus. Oh nein, wir liegen drin. Schnelles Eintauchen in Eiswasser kann zum Herzstillstand führen. Deshalb sollte man versuchen, ruhig zu bleiben. Panik kann in so einer Lage tödlich sein. Geschafft. Gehen wir an Land. Ich bin zwar aus dem Fluss, aber noch nicht außer Gefahr. Wenn meine Körpertemperatur zu stark absinkt, kann das zu Bewusstseinseintrübung und Ohnmacht führen. Ich muss mich schnell aufwärmen. Heilige Scheiße, ist das kalt. Ich setze mich auf den Fallschirm, um mich gegen den Schnee zu isolieren. Ich packe mich auch ein bisschen ein. Ein sehr guter Freund von mir hat mir gezeigt, wie man seine Hände warm hält. Man rudert wie wild mit den Armen, um das Blut in die Finger zu treiben. Das funktioniert wirklich. Wir haben ihn Hühnchen genannt, denn wenn er das machte, sah er aus wie eines. Der Zunder, den ich in meinen Rucksack gepackt hatte, ist zum Glück trocken geblieben. Bis das richtig brennt, ziehe ich mir schon mal was über. Es ist wichtig, immer gut vorbereitet zu sein. So habe ich nur eineinhalb Minuten, nachdem ich aus dem Wasser bin, ein Feuer. Anders hätte ich das nicht hingekriegt. Das tut gut. Gute Arbeit, Jungs. Wir sind drüben.